Der faule Willi. Ja, oft gibt es ja, oh, mein Kind ist faul, das will nicht, das macht nichts. Und ich glaube, dass wir vielleicht ganz schnell auch mal mit der einen oder anderen Meinung dabei sind, mit einer Schublade, die offen ist. Und was wir machen, wir schauen mit den Kindern individuell hin, wie denn die aktuelle Lebenssituation ist. Wir hinterfragen, wir schauen. Weil oft ist es so, dass die Kinder, ich meine, wenn wir Kinder heutzutage fragen, warum gehen sie zur Schule, dann antworten sie, weil ich muss. Naja, und wenn ich Dinge tun muss, dann ist der Faktor zur Faulheit schon automatisch vorgegeben, dass ich, wenn ich irgendetwas muss, es so viel wie möglich dann auch nicht tue. Und wir schauen einfach mit den Kindern hinter diese Wand des Ich muss zur Schule und schauen auch mal in den Nutzen, schauen mal in die Möglichkeiten, schauen mal in die Wege, die gangbar wären, wenn ich Lust hätte und mich aufraffen würde, und verknüpfen das mit Vorstellungen, mit Rollenspielen, mit einer positiven Emotion oder auch einer negativen, wo mich das hinführt, wenn ich diesen Weg eben nicht gehe, sodass die Kinder aus sich heraus erkennen, dass es vielleicht Sinn macht, den einen oder anderen Weg zu gehen, ihn auch gehen wollen. Und zeigen den Kindern, wie sie in die Ressourcen kommen, dass sie den Weg auch gehen können. Und in dem Moment, wo ein Wille da ist und auch die Energie, ihn zu gehen, dann ist Faulheit eher was, was der Vergangenheit angehört, weil es nochmal einen ganz anderen Bezug hat. Und wenn Sie interessiert, wie das funktioniert, dann lade ich Sie ein, bewerben Sie sich auf einen der kommenden Ausbildungsgänge, hinterlassen Sie einen Kommentar oder schreiben Sie uns, wir rufen Sie auch gerne zurück. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht mal in einem der kommenden Ausbildungsgänge persönlich kennenlernen. Vielen Dank.